Hotels im Thüringer Wald erstrahlen bunt. Mit dem Lichtspiel wollen die Häuser auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen. Das Hotel Gabelbach in Ilmenau hat nach Angaben von Direktor Andreas Motter im vergangenen Jahr empfindliche Umsatzeinbußen erlitten. Er fordert eine baldige Öffnung. Die Lage werde für viele Häuser sonst immer prekärer.